Wie heißt du? Adam. Sexsüchtig. Ich bin inzwischen seit 5 Jahren abstinent. Ich musste es regelrecht lernen, was diese Krankheit aus mir machen kann. Ich hatte das Gefühl, ich müsste sterben. Ich brauchte einfach Sex. Ich bin Mike, ein Sexsüchtiger. Diese Krankheit ist Mist. Es ist, als würde man versuchen, mit dem Kiffen aufzuhören, wenn man neben einer Hanfplantage wohnt. Bist du verrückt geworden? Hey, ich bin Neil. Du weißt aber noch, warum du an diesem Programm teilnimmst, ja? Wegen der Bagels? Ich mag dich und ich mag eigentlich niemanden. Phoebe. Hey, Phoebe. Bruder Tuck hat sich verabredet. Was ist es? Ein Mann, eine Frau vielleicht oder ein Zwitter? Hey, das war doch, was du wolltest, Schatz. Alles in dieser gottverdammten Stadt versucht, mich zu verführen. Denkst du, ich find's toll, ohne Fernseher und ohne Laptop? Trägt er tatsächlich den Fernseher aus deinem Zimmer? Bist du ein Amish? Ja, und sobald ich wieder zurück in New York bin, zeige ich dir mein Bett in der Scheune. Gestern wurde mir gekündigt, weil ich die Chefärztin unter ihrem Rock gefilmt habe. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich brauche Hilfe. Es war echt inspirierend, ehrlich. Ich ruf dich an. Ich werde denn sowas von angehen. Im Moment könnte ich alles zertrümmern, weißt du. Was ist denn? Es geht nicht darum, wie ein Mönch zu leben. Ich meine, 5 Jahre lang, da wird es Zeit. So, wann haben wir den Tisch reserviert? In einer halben Stunde. Dann haben wir noch Zeit. Oh nein, unsere Reservierung. Nicht so schlimm, uns bleiben immer noch knapp 28 Minuten. Wenn mehr daraus wird, muss es auf jeden Fall sein. Ist das eine Medaille für Abstinenz? Ich bin seit 5 Jahren in der Therapiegruppe. Deswegen. Wenn ich traurig bin, dann will ich Sex. Oder wenn ich glücklich bin. Wenn ich nervös bin, dann... Wow, hey! Sag bloß, ich mach dich nervös. Nicht doch, ich hätte nur gern gewusst, was du vorhast. Woher weiß ich denn, dass du mich wieder rückfällig bist? Und das ist das, was in meinem Leben zurzeit am meisten zählt. Lass es bloß nicht aufhören, bevor es überhaupt angefangen hat. Ich weiß, dass ich aufpassen musste. Ein Tag nach dem anderen. Danke, dass ich das mit euch teilen durfte.